Ich will Ihnen etwas erzählen zu einer Disziplin, die es eigentlich noch gar nicht gibt, die ich versuche zurzeit in meinen Alterstagen zu entwickeln. Mich hat irgendwann mal einer von meinen ja, Studenten, Promoventen gefragt, was ich denn machen möchte, wenn ich alt genug bin, um dann aus dem Berufsleben auszuscheiden. Und da habe ich erzählt, ich will mich mit Modellen beschäftigen. Das ist schon 15 Jahre her. Seitdem versuche ich das auch zu machen, obwohl ich eigentlich mein Leben lang Modellkunde betreibe. Ich habe es bloß nicht gewusst. Und ich vermute, Sie werden das auch am Ende der Serie sehen, dass Sie eigentlich Modellkunde Ihr Leben lang betreiben und das nur nicht systematisch gemacht haben oder noch nicht bewusst oder meinetwegen auch mit Modellen glänzend reingelegt worden sind. Und ich denke, das sollte man vielleicht auch noch mal sich etwas genauer anschauen. Die Kunst des Denkens und des Agierens. Modelle sind insbesondere auch dazu da, dass man agieren kann und dann auf diese Art und Weise auch etwas betreiben kann.